Hi zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Sabatus Tomb Raider 1 in St. Francis Folly. Wir sind in dem Türchen Neptun. Man sieht es an den ganzen Delfinen hier, an den Fledermäusen weniger. Wir sind auf dem Weg zum Schlüssel des Neptun, haben aber, glaube ich, dafür noch einiges zu tun, bis wir dahin kommen. So, aber wir haben uns ja schon mal ein Stückchen hier hochgearbeitet. War schon mal schwer zu finden, dass man überhaupt hier hin kann. Aber finden einen Hebel vor, der flutet vielleicht unsere Becken. Ja. Cool. Voll schön. Aber jetzt nichts mehr raus hier. Krokodil abschießen. Und einen Schritt zurück. So. Gut. Wir haben Wasser endlich drin, da wo wir es drin haben wollten. Jetzt weiß ich nicht, die Tür geht von alleine so nicht auf, aber wir können jetzt wahrscheinlich etwa wohin, wo wir vorher nicht hin konnten. In dem zwar nicht, aber es gab ja noch ein anderes Becken. Wir haben ja jetzt zwei Becken mit Wasser gefüllt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach oben. Das müsste bei diesem Block hier wahrscheinlich gehen. Und genau, da sind wir nämlich nicht rein, weil das zu tief war. Jetzt können wir da reintauchen. Perfekt. Also hier einmal hoch. Auch der Wasserfall, das ist super schön gemacht, dass das Wasser so von Etage zu Etage läuft. So von Becken zu Becken. Oh mein Gott, ist das schön. Leute, das ist so schön, oder? Das ist unfassbar. Sabato, du bist so ein... Mir fehlen die Worte. Ein absolutes Talent. Ja, mir fehlen da echt die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich finde es so, so schön. Besser geht's nicht. Besser kannst du meiner Meinung nach dieses Level nicht machen. Vor allem dieses Treppchensystem mit den Becken hier. Unfassbar schön. Sabato ist mein Held, was das angeht. Wirklich. Großer Respekt, das so schön zu gestalten. Und jetzt kommen wir vielleicht, auch wenn wir Glück haben, schon zu unserem Schlüssel. Ah ja, nee, erstmal zu Fledermäusen. Ja, da ist er doch, der Schlüssel. Also der Bereich Neptun war 100-mal schöner als bei Tomb Raider 1. Bei Tomb Raider 1 war es halt einfach runtertauchen, Schlüssel aufheben und zurück. Aber was Sabato hier draus gezaubert hat, das hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Aktuell, glaube ich, sogar meine Lieblingsstelle des Spiels. Sage ich jetzt einfach mal so. So. Aber jetzt verlassen wir diese schöne Stelle, weil wir haben noch drei andere Schlüssel zu finden. Nicht nur Neptun, sondern wir müssen noch nach Atlas, nach Damokles und nach... Ja, jetzt fällt es mir nicht ein, das vierte. Atlas, Damokles, Neptun und... Und Tor, natürlich, mit den Blitzen. Schwerter, Blitze und Felsen, das fehlt noch. In eine Tür können wir jetzt eigentlich direkt gehen, weil wir diese schon offen haben. Wir haben ja schon zwei Hebel gezogen. Spannend wird es dann mit den anderen beiden Türen, wie wir die aufbekommen. Aber das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist. Also hier sind keine Hebel auf den Seiten versteckt. Hier kommt man dann wieder nach oben. Machen wir es mal lieber hier von der Kante aus, aus dem Stand. Und jetzt kommen wir, glaube ich, nach Atlas, oder? Bin ich da richtig? Hier oben war Atlas, ne? Genau, das war nämlich das Erste, was wir gesehen hatten. Und dann machen wir hier doch weiter. Atlas. Nächstes Türchen. Bisschen wie im Advent. Waffen ziehen. So. Atlas ist der mit dem Felsen. Mit der Kugel. Der Gott, der Felsen tragen kann oder so ähnlich, wie das doch heißt. In der griechischen Mythologie, genau. Der kann alles stemmen, alles tragen, trägt vielleicht sogar die Welt. Ich glaube, dass es so war in der griechischen Mythologie, dass Atlas die Weltkugel trägt.
Falls ich jetzt hier falsch liege, ich erinnere mich nicht hundertprozentig, korrigiert mich gerne. So, wir haben nur eine davon ausgelöst. Die zweite kommt zugleich. Jawohl. Und die sind auch wieder schön gestaltet, die Kugeln. Muss ich gleich auch wieder dazu sagen. Von den Texturen her. Pff. Hilfe. Wollen jetzt hier die ganze Zeit Kugeln im Dauer? Stress? Nee, ne? Doch, da kommen mehrere. Das ist ja heftig. Okay. Am besten rennt man da einfach durch. Nee, das geht auch nicht. Einfach durchrennen ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Da braucht es ein System. Lassen wir erstmal die rollen. Man löst das jetzt immer wieder von vorne aus. Dasselbe Spielchen. Verstehe. Und da muss man jetzt irgendwie durchkommen. Was ist hier unten? Der Tod, ne? Ja, war klar. Also ich glaube, da müssen wir nicht runter. Da gibt es nichts abzugreifen. Das ist einfach nur der sichere Tod. Und jetzt müssen wir so einen kleinen Slalom um die Kugeln machen, wahrscheinlich. Hey, war doch okay, oder? Wir haben zwar einen Haufen Leben verloren, aber wir haben es zumindest überlebt. Sollte reichen. Wir können ja mal ein kleines Medipack nehmen. Ist auch mal so schön animiert, wie sich das so aufzieht. Das wollte ich auch mal wieder sehen. Okay, also das erinnert jetzt doch wieder mehr an Neptun hier gerade. Jawollo. Dann haben wir wieder ein gefräßiges Krokodil hier am Hals. Uiuiui, das beißt uns am Ende noch durch den Stein hier durch. Das ist vielleicht ein Steinbeißer, hoho. Also falls ihr es nicht wisst, Steinbeißer sind Fische, kann man auch essen. Steinbeißerfilet ist super, super lecker, aber auch teuer. Und ich glaube, so ein Steinbeißer, wenn ich mich nicht irre, ist sogar giftig, wenn man ihn nicht richtig zubereitet oder das, ja, oder generell giftig, dieser Fisch, wenn man roh ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Steinbeißerfilet, wenn ihr das irgendwo mal auf einer Karte im Restaurant seht, greift da mal zu. Steinbeißer ist unfassbar zart, richtig lecker, ganz toller Fisch. Kann ich empfehlen. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ja, weil das Krokodil ein Steinbeißer war. Oder kein Steinbeißer war. Es hat uns ja nicht gebissen. Hier die große Rampe. Da kommt jetzt mit Sicherheit wieder eine Kugel runter. Jawohl, war klar. Aber hier müssen wir vielleicht schneller als die Kugel sein. Oder es kommt noch eine zweite. Na, ist ein Medipack. Ist es das unerreichbare Medipack von Tomb Raider? Sabatus Tomb Raider. So rum. Nee, man kann es einfach aufnehmen. Alles klar. Und jetzt können wir die Kugel auslösen. So. Ich hoffe, dass keine zweite hinterherkommt. Aber da oben ist auch eine Hangelstrecke. Das heißt, da können wir uns hocharbeiten. Nee, hier kommt nichts mehr. Alles klar. Ist doch schön, dass wir das große Medipack wieder haben, was wir vorhin benutzt haben. Weil wenn ich dann an diese ganzen Mumien in Ägypten denke und vor allem die Atlanta dann, in Atlantis wohl bemerkt, dann glaube ich, dass wir doch eine Latte an Medipacks auch brauchen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen so viel abgreifen wie möglich. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man da dran? Weil das ist schon ziemlich hoch. Gut, dass wir gespeichert haben, dann müssen wir nicht alles nochmal neu laufen. Wisst ihr, an was mich das gerade hier so ein bisschen erinnert? An Tomb Raider Quest of Gold. Ein Let's Play, was wir vor vielen Jahren gemacht haben. Und da gab es auch diesen riesen St. Francis-Teil, wo man, glaube ich, 10 Schlüssel suchen musste. 10. Und ich glaube, jeder Raum war ein eigenes Level. Oder zumindest einige davon waren eigene Level sogar. 2 Stück waren, glaube ich, sogar ein eigenes Level. Und 8 Stück einfach riesen Mega-Räume. Und wir haben zig Folgen gebraucht, um dieses Level zu schaffen, um diese 10 Schlüssel zu finden. Daran erinnert mich das hier gerade. Und wir haben gerade ein Tor geöffnet. Ist gut.
Weil vielleicht liegt da schon der nächste Schlüssel, wenn wir Glück haben. Ist halt die Frage, wo das Tor jetzt war, dieses Gitter. Oder ist es sogar draußen? Ne, da oben, ne? Da haben wir doch jetzt den Hebel gezogen. Wir gehen gerade mal zurück. Ich habe nämlich eine Idee. Hier geht's lang. Ja, es hätte ja eigentlich klar sein müssen, oder? Es hätte doch klar sein müssen, dass genau das an dieser Stelle passiert. Ach so, jetzt müssen wir das nochmal machen. Jetzt haben wir so schön den Sprung gemacht, aber jetzt wissen wir ja, wie er geht. Also alles gut. Hebel ziehen. Tor geht auf. Das Tor im Tor geht auf. Nee, Tor ist falsch, wir sind Atlas. Tor ist der Hammer. Habe ich das vorhin richtig erwähnt? Ist der Tor der Hammer ist? Nee, ne? Doch, nee, genau, da habe ich das mit den Blitzen gesagt. Und der Hammer, beides. Tor ist Hammer und natürlich die Blitze. Um das nochmal zu vervollständigen. Ah, ja, oh Gott. Jetzt hat es mich erschreckt. Halleluja, das ging gerade wieder durch Magen und Bein hier. Also, das haben wir schon. Das hat mich gerade mega erschrocken. Na, super. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine Riesenkugel. Oder müssen wir da Slalom um die Kugeln laufen? Irgendwie so. Und da oben ist bestimmt der Schlüssel dann. Ja, machen wir erstmal die erste. Und uiuiui, jetzt wird's hart. Oh mein Gott. Halleluja. Nicht im Ernst. Das ist krass. Das ist richtig krass. Einfach drauf losrennen, mal probieren. Bevor sie alle... Wow. Nee. Oder kann das gehen, wenn wir wirklich super schnell sind? Und da rein? Nee. Wow, da kommen sie einfach alle auf einmal gekugelt. Aber eine Idee habe ich trotzdem. Wenn wir jetzt hier... Moment. Gott. Alter Schwede! Das ist doch nicht normal. Das kann man doch gar nicht überleben. Oh, das wird schwer, Leute. Das wird jetzt wirklich zum Zähne ausbeißen. Ich überlege mir gerade, wie man da eine Taktik bekommen kann. Aber ich habe noch keine. Ich muss mir das noch ein paar Mal angucken. Bis dahin sind wir einfach so da reingekommen. Wir sind drin, Leute. So halb zumindest. Und leider tot. Aber wir waren schon mal mit dem Kopf drin. Wow, das ist ja heftig, ey. Das ist richtig heftig. Doch, vielleicht nochmal eins nach dem anderen probieren. Wir speichern das mal ab, weil was weg ist, ist weg. Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt kommt zwar wieder super viel auf einmal. Okay, wir können uns vielleicht auch einfach jetzt hier hinhängen. Ja. Ja, 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 ja. Einfach hinhängen. Das ist die Idee. So. Jetzt können wir mal speichern. Hab zwar einen dicken Leben verloren, aber es macht jetzt nichts. Da hängt noch eine. Zwei Stück noch. Oha, okay. Da müssen wir dann nochmal die Kurve kriegen. Aber dann haben wir es, glaube ich. Wenn die weg sind, haben wir es. So. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Kugeln sind aufgebraucht. Atlas sind die Kugeln ausgegangen und damit haben wir uns den Schlüssel verdient. Wahrscheinlich Atlas Key. Neptun Key, Atlas Key, genau. Sehr schön. Das heißt, wir hätten auch diesen Bereich geschafft und somit 50% erledigt. Ist halt die Frage, wie wir in die anderen Tore kommen. Da müssen wir jetzt nochmal nach Schaltern suchen.
und so weiter. Aber das wird sich bestimmt auch noch jetzt irgendwie zeigen. Auf jeden Fall haben wir die ersten zwei Schlüssel schon mal im Gepäck. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich habe aber die Spitzen gar nicht gesehen. Jetzt ist Batu gut versteckt hier in der Wand. Jetzt sieht man sie aber. So. Tschüssikowski, das hätten wir. Und verlassen auch diese schöne Stelle wieder. Da ist noch ein Krokodil, das lebt tatsächlich noch. Aber das können wir auch am Leben theoretisch lassen, weil hier müssen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Oder wollen wir es töten? Ich wäre echt dafür, immer so Tiere am Leben zu lassen. Ah, jetzt töten wir es, komm. Für die Statistik. So. Ach so. Hier war ja was. Weil der Rückweg ist natürlich wahrscheinlich genauso ein Problem. Oh je, jetzt geht das wieder los. Natürlich, das ist rückwärts dasselbe mit grün. Okay, da müssen wir ein bisschen anders springen, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, da oben der Weg ist gar nicht so falsch. Ja, super. Also hier wäre so eine Todesstatistik mal interessant gewesen jetzt. Aber hier gibt es ja keine. Hier müssen wir ein bisschen abwarten und dann hinten rumlaufen. Das kriegen wir hin. Also, ja, es abwarten. Abwarten ist hier ganz wichtig. Abwarten und Tee trinken. Aber da kommen halt gleich die nächsten nach. Geschossen. Uiuiuiui. Ja, was haben wir? Geschafft. Hier kommen jetzt aber keine mehr runter, ne? Also das waren viele Kugeln. Wenn man überlegt, dass es bei Tomb Raider nur eine einzige war, hat sich hier dann doch schon ein bisschen was geändert. Und das hat ganz schön an Schwierigkeitsgrad angezogen. Aber das finde ich toll, dass man hier wirklich auch herausgefordert wird. Finde ich echt gut. So, wie kriegen wir jetzt die Türen da unten auf? Beziehungsweise, wo sind die Hebel dazu? Weil die brauchen wir letztendlich ja. Okay, das war Glück, dass wir nicht abgedotzt und gestorben sind. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber ich glaube, wir müssen ja irgendwie hier runter, ne? Kann man es ja auch mal so machen. Okay. Schauen wir uns das mal weiter an. Was können wir jetzt noch tun? Die Türen sind zu. Vielleicht unten nochmal Plattformen, die man irgendwie abspringen, ablaufen kann. Diese grauen hier zum Beispiel, dass die die Türen öffnen. Meine Idee ist jetzt, dass wir auf diese Rampe springen, auf diese graue. Die vielleicht oben das Gitter öffnet zu dem Schalter, damit wir ins nächste Tor kommen. Oder zum Tor kommen. Ist beides richtig. Okay, das haben wir jetzt nicht ganz ausgelöst, weil wir gestorben sind. Aber man könnte ja auch einfach über die grüne Rampe runterrutschen. Das war ursprünglich der Plan, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, genau so. Meint ihr, das hat was gebracht? Ist es jetzt offen oben vielleicht? Also wir haben auf jeden Fall die Plattform passiert. Machen wir mal hier eine Rolle hoch. So. Ah, nee, das geht. Da kann sie gar nicht stehen. Na gut. Nochmal. In der Hoffnung, dass sich was getan hat. Weil sonst haben wir es irgendwie umsonst gemacht. Ach, das war ja irgendwie eher hier unten, ne? Möglich, hier hochzukommen. Ich erinnere mich. Ja, war ein bisschen buggy an der Stelle, aber es geht, das wissen wir. Ja, es hat das letzte Mal besser funktioniert. Standen wir vielleicht nicht unmittelbar so davor? Oder haben wir es mit Anlauf gemacht? Ich glaube, wir haben es mit Anlauf gemacht. Müssen aber so ein bisschen seitlich kommen. Ja. Aber wisst ihr was? Man kann das doch auch von hier. Oder? Da muss man doch hochkommen. Ja, ganz easy eigentlich, ne? Warum machen wir es uns eigentlich so schwer die ganze Zeit? Manchmal ist die Lösung ganz klar auf der Hand. Jo.
Hier waren wir überall. Mich würde jetzt wirklich interessieren, ob das Gitter vielleicht oben weg ist. Das ist gerade so meine Hoffnung. Speichern. Dass man es jetzt nur nicht gehört hat vielleicht. Nee, es ist noch unten das Gitter. Also das war nicht die Lösung. Aber vielleicht ist trotzdem eine Tür aufgegangen. Also Tor auf jeden Fall nicht, aber vielleicht ist Damokles dadurch aufgegangen. Dass sich Damokles mit dieser Plattform aufgemogelt hat, sozusagen. Ich glaube ja, oder? Oder sah das jetzt nur so aus? Nee, sah nur so aus, schade. Das war nicht die Lösung. Das war leider nicht die Lösung. Wie bekommt man diese Türen jetzt auf? Ah, ich sehe was. Ich sehe was. Das heißt, ich glaube, der Sprung hatte nicht geklappt, ne? Probieren wir es nochmal, aber ich glaube, der war nichts. Aber man kam von da dann trotzdem zum Ziel. Oder? Wie war denn das nochmal? Ich bin ganz schön vergesslich, Leute. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht da drüben hin, weil ihr seht die Öffnung da. Das heißt, man kann seitlich zu dem Hebel reingeraten. Und das könnte auch von hier gehen. Aber wahrscheinlich... Okay, aus dem Stand mit der Kurve vielleicht. Beziehungsweise kann man auch... Nee, von da ist es einfacher. Jetzt weiß ich wieder, wie man da hochkommt. Und zwar nämlich von hier. Aber irgendwie nicht mit so einem Sprung. Aber es war so, oder? Dass man da... Genau. So. Und dann auf die Rampe. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, als ich das unten mit der Plattform ausprobiert habe. Aber... Das ist, glaube ich, die Lösung. Ja, und dann müssen wir halt noch abspringen. Und dann kommen wir da dran. Und dann habe ich sogar noch eine Idee. Und zwar... Das einzuschießen. Aber da kommen wir von hier nicht dran. Weil wir unten ja auf die Plattform gesprungen sind. Auf die da. Dass man vielleicht dann noch die einschießen muss. Und dann vielleicht noch Tor aufgeht. Vielleicht auch von weiter oben dann. Können wir uns dann nochmal überlegen. Aber jetzt gehen wir erstmal als letzte Amtshandlung für heute rüber zum Schalter. Weil da wissen wir wenigstens, was zu tun ist. Schade, dass Lara diese Wendedichtrolle in der Luft nicht kann. Die habe ich nämlich jetzt gerade probiert. Damit sie dann gerade ausspringen kann. Aber den Luxus haben wir hier noch nicht. Das heißt, wir müssen mit alten Taktiken irgendwie arbeiten. Und zwar Bananensprüngen. Und Sprünge sind ja bei Tomb Raider 1 generell nicht so mein Steckenpferd. Ja, es war nicht bananig genug. Die Kurve muss größer sein. Ja, so. So soll es sein. Genau. Wahrscheinlich noch einen Ticken weiter hinten auf der Schräge. Ja, das ist jetzt halt blöd, weil wenn ich die Alt-Taste gleich drücke, springt sie zu früh ab. Wenn ich sie... genau an der Kante abpassen will, fällt sie runter, weil halt die Sprungtaste bei Tomb Raider 1 ja leider später reagiert. Aber das war jetzt gut. Das war also nur wieder die falsche Richtung. Ja. Ah, Mist. Sie springt nämlich leider falsch rum. Aber mit dem Kantensprung, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut. Nur die Sprungtaste abzupassen, das ist so schwierig. Wir müssen mal anders, wirklich hier. Dass man direkt den Anlauf irgendwie hat. Und versucht so die Banane irgendwie reinzukriegen. Ja, so geht's doch. Das war ja eine Tortur hier. Ja, da würde ich sagen, ziehen wir beim nächsten Mal diesen Hebel hier drüben.
und machen dann hier weiter. Bis dann, ciao.